Ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Infotag online. Wir veranstalten diese Infotage ja jedes Jahr in verschiedenen deutschen Städten. Dieses Jahr waren wir in Düsseldorf, Leipzig, Karlsruhe und Wien, hatten da jeweils sehr viele interessierte Teilnehmer. Für den einen oder anderen sind diese Städte zu weit entfernt oder er schafft es einfach nicht, sich einen ganzen Tag freizunehmen. Mit An- und Abreise ist das ja doch immer ein bisschen aufwendiger. Für die Leute veranstalten wir diesen Infotag dann immer auch nochmal online. Also das ist das gleiche Vortragsprogramm. Haben hier vielleicht den Nachteil, dass Sie in den Pausen nicht mit den anderen Teilnehmern oder mit unseren Referenten kommunizieren können und einen Snack zu sich nehmen können. Aber das hat auch den Vorteil, Sie können schon während des Infotages hier Fragen stellen per Chat. Zeige ich Ihnen gleich nochmal, wie das geht, wenn Sie noch nie an einem Webinar oder Infotag online teilgenommen haben. Nochmal kurz zur Vorstellung. Mein Name ist Andreas Hörold. Der eine oder andere kennt mich vielleicht von Webinaren oder von vorigen Infotagen online. Ich werde Sie heute durch das Programm führen und meine drei Kollegen, der Paul Kieloch, Andreas Niemeyer und Gerhard Rehm, die sind heute die Präsentatoren und führen diese Vorträge vor. Sehr interessante Vorträge kann ich Ihnen schon mal im Vorfeld sagen. Also seien Sie gespannt. Das wird, denke ich mal, nicht langweilig. Fragen können Sie über das Bedienpanel stellen. Das ist auf der rechten Seite. Das müssen Sie dann in dem Moment aufklappen und hier unten eine kurze Frage eingeben. Und wir versuchen dann, das während des Infotages zu beantworten. Zur Agenda, also es beginnt jetzt gleich kurz nach 9 mit dem Vortrag von Andreas Niemeyer. Da geht es um Schalentragwerke. Dann geht es weiter mit Stahlbeton. Ja, das ist dann der Paul Kieloch. Danach gibt es dann wieder eine kurze Pause, also zwischen 9:30 und zwischen 10:30 und 11 Uhr gibt es eine kurze Pause. Dann zwischen 12 und 1 gibt es die Mittagspause. Danach geht es weiter mit der Analyse von Stahlbauverbindungen, vorgetragen von Gerhard Rehm. Dann gibt es nochmal eine Pause zwischen 14 und 14:30 Uhr. Und dann teilen sich im Prinzip alle drei Referenten nacheinander diesen Vortrag. Also jeder trägt dann so circa eine halbe Stunde nochmal etwas vor. Ja, es ist wirklich sehr interessant, was dann zum Schluss auch nochmal gezeigt wird. Wenn Sie sich zwischendurch ausklinken wollen, weil Sie meinetwegen einen Vortrag zum Beispiel nicht unbedingt interessiert, das können Sie tun. Also Sie können sich ausloggen und später mit demselben Link wieder einloggen. Das ist alles kein Problem. Okay, das soll genug der Vorworte gewesen sein. Ich übergebe jetzt dann an den Andreas Niemeyer für den ersten Vortrag. So, Andreas, du kannst loslegen. So, okay. Also, guten Morgen. Ich möchte dann gleich mit meinem ersten Vortrag beginnen. Ich habe mir heute ausgesucht ein Schalenmodell in AirFM. Das möchte ich mit Ihnen jetzt in den nächsten 90 Minuten miteinander modellieren. Generell möchte ich darauf eingehen, wie man so ein Schalenmodell, ein rotationssymmetrisches Schalenmodell in AirFM aufbaut, auch aus strategischer Hinsicht, damit man das später auch bemessen kann und alle Ergebnisse an den wichtigen Stellen sehen kann. Weiter, wenn man das Bild auf der Seite sieht, möchte ich hinweisen, wie man Verschneidungen, Stutzen, Ankerösen an solche Behälter anheftet. Das kann man mit bestimmten Funktionen in AirFM erreichen, relativ einfach, und da wollen wir mal einen Blick drauf werfen.
Weiterhin habe ich mir für dieses Bauteil interessante Lasten rausgesucht, die eigentlich bei uns an der Hotline ganz oft angefragt werden. Wie kann ich einen hydrostatischen Druck aufbringen? Wie kann ich einen Wind, also so eine Windzwiebelbelastung auf einen Zylinder aufbringen? Beide Lasten, vor allem die zweitgenannte, macht eigentlich oder hat in der Vergangenheit sehr viel Arbeit gemacht und wir haben da spezielle Funktionen dazu und da schauen wir heute mit drauf. Und zu guter Letzt, damit man auch so ein Schalenmodell irgendwie abrundet, möchte ich noch ein paar Ideen zur Bemessung der Stabilität geben. Letztendlich ist bei diesem Behälter das Standbein hier unter Druck und ich möchte Ihnen zeigen, wie man sowas in RFM angeht, welche Module es gibt, welche Funktionen es gibt und wie man da sich eigentlich als Bemessungsingenieur ein Bild von dem Modell machen kann und das eigentlich wirklich sehen kann, wo es wann kaputt geht. Und dann springen wir eigentlich auch schon live in das Programm. Ich mache mein RFM hier auf, machen wir uns eine neue Arbeitsumgebung auf. Ich nenne das jetzt ITO-Behälter. Natürlich eine 3D-Berechnungsumgebung. Alle anderen kleinen Helfer schalte ich eigentlich in dem Fall aus. So, dann kommen wir auch schon in das RFM. Und jetzt, wenn man mit so einem Modell beginnt, aus rein strategischer Sicht, rotationssymmetrisches Modell, man wird ganz gerne, denke ich, mit radialen und tangentialen Ergebnissen arbeiten. Das heißt, man muss sich irgendwie an dieses radiale System anheften. Das heißt, ich muss auch mein Bauteil entsprechend auftrennen. Und da dieser Behälter jetzt hier auf drei Standbeinen steht und ich später auch in den Behälter für die Ergebnisse innen reingucken möchte, empfehle ich da eigentlich gleich im Beginn schon zu sagen, wir teilen das in drei Stücke auf. Und so beginnen wir jetzt auch und damit wir jetzt irgendwo dieses rotationssymmetrische Bauteil aufbauen können, brauchen wir als erstes mal einen Mittelpunkt. Mittelpunkt setzen wir jetzt hier ganz einfach im Ursprung, natürlich nicht so wie ich hier, sondern hier im Ursprung. Und dann nehmen wir diesen Knoten und kopieren uns den in den Mittelpunkt des Behälters. Ich kopiere den einmal mit Z 1075 mm nach oben. Und hier, das ist mehr oder weniger der Dreh- und Angelpunkt von diesem gesamten Modell. So ein Behälter letztendlich besteht aus einem Zylinderschaft und in meinem Fall aus einem Klöpperboden. Die Klöpperbodengeometrie ist für sich eigentlich klar, geregelt. Allerdings, wenn man da einsteigt, merkt man ganz schnell, man hadert hier mit Dezimalstellen, um irgendwelche Gradienten rund um diese Krümmung abzubilden. Um dieses, ich sag mal, aufwendige Eingabewesen zu verhindern, haben wir hier unter Extras Modell generieren Flächen, gewölbter Boden, eine Funktion geschaffen, wo man sowas eigentlich von dem Programm generieren kann. Dazu, wenn Sie das Menü hier sehen, hier gibt es eine Skizze, man kann verschiedene Einfügepunkte A, B, C, D wählen. Für mich ist der Einfügepunkt A okay. Allerdings möchte ich alles beziehen hier auf diesen Dreh- und Angelpunkt, was wir uns gerade erzeugt haben. Im nächsten Register kann ich mehr oder weniger die Geometrie selbst einstellen. Ich nehme die Körperform, wie ich gerade erwähnt habe. Material kann man hier einstellen. Ich nehme jetzt hier dieses S210 warmgewalzte Blech und als Flächendicke 5 mm, Außendurchmesser 1000 mm und Bordhöhe
525, das passt schon. So, damit errechnet uns das Programm diese Werte von diesem Klöpperboden, H2, H3, R1, R2, auch das Volumen, wenn man das irgendwie benötigt. Und dann geht es eigentlich weiter. Man könnte sich hier noch im dritten Register die Lasten, wie zum Beispiel Innendruck, generieren lassen. In meinem Fall benötige ich das nicht, weil wir eigentlich erstmal beim Modellaufbau sind. Und damit kann ich eigentlich schon mit OK weitergehen und das Programm erzeugt mir hier entsprechend einen halben Behälter. Schaut auch grafisch schon soweit gut aus. Allerdings aus strategischer Sicht, ich möchte nicht, dass diese Behälterschalen um 360 Grad laufen, sondern wir möchten später wieder reingucken. Deswegen nehme ich diese generierten Objekte zum Teil auch wieder weg. Das heißt, ich lasse mir eigentlich nur diese Liniengeometrie von dieser Klöpperform mit der Krempe, Kalotte und Schaft hier stehen. So, im nächsten Schritt nehme ich diese Liniengeometrie und spiegel mir die einfach auf die andere Seite, spiegeln, Kopie erstellen auf der YX-Ebene und ein Punkt auf der Spiegelebene ist unser Dreh- und Angelpunkt, um den wir alles machen. So, damit habe ich eigentlich jetzt schon diesen Meridian von diesem Behälter hier drin. Eins gefällt mir hier noch nicht recht, dass diese Schaftlinie geteilt ist in der Mitte. Deswegen nehme ich diesen Knoten aus dem System, angeschlossene Linienstäbe verschmelzen. So, damit können wir weitergehen und können uns eigentlich jetzt den Behälter nochmal neu generieren. Jetzt erzeugen wir auch die ersten Schalenelemente, die dann auch bleiben. Das heißt, ich nehme diesen Linienstrang, gehe auf Rotieren. Wir haben natürlich drei Segmente, A 120 Grad. Wir drehen um die Z-Achse. Drehpunkt ist der Ursprung, das ist alles so okay eingestellt, aber wir ziehen jetzt gleich von den Ursprungslinien zu den kopierten Knoten neue Flächen auf, wie so eine Art Seifenblase. Und wenn wir das bestätigen, hat man eigentlich im Nu diesen Behälter da, segmentiert bereits in 120 Grad Segmente, was uns später die Arbeit erleichtert. Allerdings kann man sehen, diese Schalenelemente werden gerade noch mit roter Farbe gekennzeichnet, hat eine warnende Wirkung, soll uns eigentlich nur zeigen, wenn wir jetzt hier drauf gehen, Rechtsklick, Flächen bearbeiten, die besitzen so gesehen noch gar keine Steifigkeit, das ist nur eine Oberfläche. Wir weisen die jetzt hier zu, Standardtyp, das heißt eine Standardschale, die Membran und Biegung aufnehmen kann, Material können wir zuweisen und die Dicke 5 Millimeter, auf der basiert ja letztendlich auch der Klöpperboden. So, und nach Bestätigung wird das für uns typische Farbe Blau eingestellt, was ein Symbol ist, dass wir jetzt da auch einen Steifigkeitstyp zugewiesen haben. So, im nächsten Schritt kommen wir eigentlich schon auf die Anbauteile. Anbauteile ist für mich einmal ein Mannloch, wo man diesen Behälter reinigen kann, wo man auch irgendwie ein Füllgut reingeben kann und so weiter. Letztendlich soll für mich das Mannloch hier im Quadranten, also im Segment 1 hier dargestellt werden. Ich gehe da jetzt her, markiere mir nur dieses Segment 1, dann habe ich auch weniger im Bildschirm. Man sieht jetzt die anderen Objekte noch so grau hinterlegt im Hintergrund. Ich selbst beim Modellieren mag es lieber, wenn das nicht dargestellt ist. Deswegen kann ich das im Kontextmenü auch abschalten. Dann hat man eigentlich nur das und das sich gerade dreht. Und da in die Mitte müssen wir jetzt praktisch ein Mannloch reinmachen. Wir wissen, das Mannloch liegt, wenn ich von oben drauf schaue, auf dem Radius 330 lag Konstruktionszeichnung. Der Stutzen ist um 30 Grad nach außen geneigt, zeigt 50 mm überhalb, also nach außen und 150 nach innen. Also insgesamt ist er 200 mm lang,
hat die Dicke 10 mm. Relativ viele Vorgaben, vor allem was unangenehm ist, Radius 330 und auch die Neigung. Und für diese Aufgabe, und vor allem, wenn man nochmal von oben drauf schaut, man kann sich jetzt irgendwie gar nicht nach dem kartesischen Koordinatensystem richten, weil dieses Segment einfach anders ausgerichtet ist, eigentlich mehr nach diesem. Und das ist eigentlich schon ein Hinweis, man steigt jetzt eigentlich um auf ein benutzerdefiniertes Koordinatensystem. Das kann man hier über diese Schaltfläche aktivieren. Ich picke hier einen Zentrumspunkt, einen zweiten Zentrumspunkt und einen Ausrichtknoten und schon habe ich eigentlich dieses benutzerdefinierte Koordinatensystem für mein Modell hier und ich weiß, meine W-, V- und U-Achse geben mir die Richtungen an, mit denen ich jetzt weiter arbeiten kann. Das heißt, jetzt erzeuge ich mir mal einen Knoten auf dem Radius 330, verschieben, kopieren, ich nehme den Dialog hier auf die Seite, benutzerdefiniertes Koordinatensystem in W-Richtung 330 und diese Sonderfunktionen von vorher nehmen wir wieder raus, okay. Und dann haben wir hier diesen Knoten. Aber der Knoten, wenn man sich jetzt hierher dreht, der ist natürlich in der Luft, ja, weil ich habe den ja nur in W-Richtung kopiert. Und ich weiß, der Stutzen durchschlägt die Hülle exakt überhalb diesen Punkt. Diesen Durchschlagspunkt oder Schnittpunkt kann man sich einfach erreichen, indem dass wir hier eine Linie klauen durch so einen Steuerungskopierbefehl und dann sagen wir, Programm, bitte errechne uns den Schnittpunkt zwischen der Linie und der Kalotte. Und schon haben wir jetzt hier diesen Durchschlagspunkt, den oberen können wir löschen und der Punkt liegt jetzt exakt auf der Kalotte und um den können wir jetzt dieses Stutzenbauteil ausrichten. Und jetzt können wir weitergehen und können die Neigung von diesen 30 Grad umsetzen. Also es ist jetzt die Achse von dem Stutzen. Deswegen selektiere ich diesen Knoten und diese Linie, gehe auf Rotieren und wir sagen, wir rotieren die Linie mit Knoten um 30 Grad, um ein benutzerdefiniertes Koordinatensystem, um die V-Achse und der Drehpunkt ist praktisch hier oben. Und mit OK dreht sich die Linie und entsprechend habe ich jetzt schon einen Vektor von der Achse für dieses Mahnloch, was man hier einbauen will. Jetzt muss man noch die, sage ich mal, groben geometrischen Abmessungen festlegen. Wir wissen, er steht 50 mm über der Kalotte. Das heißt, ich nehme diese Linie, Rechtsklick, Linie verlängern. Ich sage um ein Delta, um 50 mm am Linienende. Mit OK bestätigen wird der Punkt einfach um 50 mm nach oben verschoben. Da wir auch wissen, dass der Stutzen, dieses Mahnloch, letztendlich 200 mm lang ist, aus der Konstruktionszeichnung kann ich jetzt die Linie nehmen, mit Abstand teilen und kann hier sagen, teile mir das bitte am Linienende bei 200 mm. Und dann kann ich den unnötigen Rest weglöschen, habe die Achse von meinem Mahnloch hier und kann dann dieses Mahnloch oder diesen Stutzen anordnen. Dazu nehme ich einen sogenannten vorgefertigten Flächentyp. Es gibt nicht nur Flächen, die anhand Berandungslinien definiert werden, sondern auch zum Beispiel aufgrund einer Rotationsachse oder eines Radiuses, in dem Fall eine Rohrfläche. Material ist klar, Steifigkeitstyp auch. Dieser Mahnlochstutzen hat eine Dicke von 10 mm, der ist etwas stärker. Und dann sagen wir hier noch, wie groß ist denn dieser Stutzen? Da haben wir 180 mm, das ist jetzt in dem Fall eher für die schlankeren Personen. Und dann gehen wir hier ran und jetzt kann ich dieses Bauteil hier durch Klick auf die Achse zuordnen. Man kann jetzt schön sehen, dieses Bauteil schneidet mehr oder weniger die Kalotte und Krempe. Das ist das Glück eines jeden Modellierers hier, dass man jetzt praktisch beide Flächen schneidet
aber letztendlich hilft Ihnen RFM da mit einer Funktion, die sehr intuitiv eingearbeitet ist, weiter. Ich selektiere die angenommenen betroffenen Flächen, ich habe sogar auch hier diesen Schaft selektiert, mit Rechtsklick auf das selektiert, auf die selektierten Objekte, und unter Flächen gibt es eine Funktion Durchdringung erzeugen. Wenn ich diese Funktion wähle, errechnet mir das Programm im Nu die Durchdringungslinien, ja, und zerteilt mir die betroffenen Flächen in Komponenten. Ja, man kann das jetzt hier bei diesen, bei dieser Verschnittmethode noch sehen. Wir hatten Flächen 1 bis 16, das war die 16er, die Rohrfläche. Und aus diesen Komponenten, aus der Fläche 1, was letztendlich hier die Krempe war und die Fläche 1, genau, die Fläche 2, die Kalotte, und die Fläche 16, dieses Rohr, hat man jetzt hier Komponenten F1, von der Fläche 1 eine, von der Fläche 1 eine zweite, von der Fläche 2 eine Komponente, eine zweite Komponente, und von der Rohr auch zwei Komponenten. Und die sind jetzt aktiv, die anderen sind mehr oder weniger deaktiv gesetzt. Und wenn ich jetzt möchte, dass hier praktisch dieses Blech, Bauteil, dass man hier durchgucken kann, also dass das Innere weggenommen wird, selektiere ich das und sage Komponente deaktivieren und hier auch Komponente deaktivieren. Damit ist dieses Rohrbauteil komplett in diesen Behälter eingebunden, und mit wenigen Klicks haben wir das eigentlich hier erreicht. Ja? So, damit dieses Bauteil fertiggestellt werden kann, muss man noch den Druckkörper schließen. Ich nehme jetzt einen Deckel hier an, einen starr wirkenden Deckel, deswegen klicke ich hier auf Begrenzungslinien selektieren, nehme den Steifigkeitstyp starr an und platziere hier auf dem Ende des Mannlochs eine starre Platte. So, damit gehen wir weiter, gehen wir zu diesen nächsten Anbauteilen, in dem Fall sind es die Ösen, damit man den Behälter auch irgendwo transportieren kann. Ich schaue von oben drauf. Die Ösen werden jetzt auf diesen Bauteilen angebracht, hier an der oberen Hälfte. Wir wissen, diese Ösen springen in die oder gehen in die Kalotte ein. Die Öffnung oder die Halteöffnung ist 120 mm über der Hülle. Der Lagepunkt der Halteösen ist auf dem Radius 300 mm. Und so geht man jetzt praktisch fort. Ne? Und das Ganze liegt in dem Fall auf diesem grünen V-Vektor. Deswegen nehme ich hier wieder meinen Zentrumspunkt, verschiebe den in die V-Richtung. V-Richtung, was haben wir gesagt, 300 mm. Da stellen wir natürlich 0 ein. Mit OK weiter. Der Punkt liegt natürlich ähnlich wie bei dem Mannloch in der Luft, also muss man sich hier wieder den Verschneidepunkt konstruieren. Ich klaue mir hier wieder eine Linie und erzeuge mir hier einen Durchdringungspunkt. Letztendlich kann ich mir jetzt hier den Rest schon weglöschen und arbeite mit dem Durchdringungspunkt weiter. Wie gesagt, der Ankerpunkt soll 120 mm überhalb der Hülle liegen, deswegen nehme ich jetzt hier in U-Richtung, gehen wir hier 0, in U-Richtung 120 mm. Ich kopiere das einmal. Ups, das war in die verkehrte Richtung. Soll uns aber nicht stören. Dann nehmen wir den und kopieren den so nach oben. Und dann wissen wir, hier ist der Ankerpunkt von der ersten Öse. Damit man jetzt hier praktisch auch diese Ösengeometrie modellieren kann, braucht man natürlich Kreise, und damit das RFM weiß, in welcher Ebene der Kreis liegt, also zum Beispiel in der ZX, ZY, UV und so weiter, nimmt man sich hier eine Arbeitsebene und man richtet die sich entsprechend aus. In dem Fall
auf das benutzerdefinierte Koordinatensystem, auf diese Ebene, und dann ordnen wir hier einen Kreis an, 10 mm für die Ankerösse, dann einen Außenradius mit 20 mm und das ist schon diese obere Ösengeometrie oder ein Teil davon. Jetzt wissen wir, weiter laut der Konstruktionszeichnung haben wir praktisch hier so ein Blech, das konisch größer wird, und wir haben so ein Neigungsmaß von 4 cm auf 20 cm. Das heißt, ich nehme mir diesen Knoten, kopiere mir den in V-Richtung mit 40 und in U-Richtung mit 200. Okay. Dann haben wir hier praktisch so eine Art Bezugsknoten, der ist dann innerhalb des Behälters. Ich verbinde diesen Punkt und jetzt nehme ich hier, damit ich da keine Kante reinbekomme, den Tangentenpunkt, und dann haben wir eigentlich schon die halbe Mitte von dieser Öse drin. Ich nehme jetzt noch diese Linie, spiegel die auf die andere Seite. Auch in diesem Fall verwende ich dieses benutzerdefinierte Koordinatensystem, die WU-Ebene. Spiegelpunkt auf der Spiegelebene ist hier der Zentrumspunkt, und mit OK bekomme ich die Linie auch auf die andere Seite. Jetzt verbindet man noch die Linien und löscht unnötige Liniensegmente weg. In dem Fall verschneide ich den Kreis mit den Tangentenlinien und lösche hier diesen inneren Kreis weg, auch unnötige Knoten. Das gleiche machen wir hier auf der Seite, und dann haben wir eine sauber modellierte Ösengeometrie. Dann kann ich da entsprechend auch ein Blech einfügen, Begrenzungslinien selektieren. Ich nehme hier diesen Standardsteifigkeitstyp mit der Dicke 20 mm in diesem Fall. Ich selektiere die Außenlinie und schon ist eigentlich dieses Blech definiert. Die Öffnung kann man durch Picken der inneren Linie erzeugen, und damit ist es soweit fertig. Einziges, was man natürlich jetzt noch machen muss, ist, dass dieses Blech, das zeigt ja noch nach innen, durch die Kalotte durch. Das muss man wieder verschneiden, aber damit man das jetzt praktisch hier hinbekommt, diesen Durchdringungspunkt kann man eigentlich auch löschen, spiegel ich das erstmal noch auf die andere Seite, auf der WU-Ebene, spiegeln, Kopie erstellen, WU auf dem Mittelpunkt hier, und los. Und dann gehe ich her und sage, ich selektiere die betroffenen Flächen, Rechtsklick, Fläche, Durchdringung erzeugen. In dem Fall gibt es nur eine Durchdringungslinie. Diese Kalottenfläche wird nicht zerlegt in Komponenten, sondern hat nur eine integrierte Linie, und die inneren Flächenbauteile, die gibt es ja in Wirklichkeit nicht, das war nur für die Modellierung, die deaktivieren wir. Und damit ist eigentlich der obere Teil des Behälters fertig. Hier zeigt nur mehr die Liniengeometrie rein, aber die Elemente selbst gehen nur bis zur Kalotte. Gut, dann vervollständigen wir den Behälter. In der letzten Instanz müssen wir den Behälter natürlich noch auf Beine stellen. In dem Fall bekommt der Behälter U-förmige Beine, die etwas konisch oder nach oben aufgewutet werden. Die U-förmigen Beine schneiden letztendlich jetzt hier in die Krempe rein. Die Außenkante der U-förmigen Beine liegt auf 490 mm, also nicht 500 ganz nach außen. Damit ich auch satt verschneiden kann, letztendlich rotationssymmetrisch aufgeteilt, also genau wieder in der Mitte der einzelnen Segmente. Das heißt, ich kopiere den ersten Punkt für dieses Segment 1 mit dem Mannloch mit W-Richtung. Rechtsklick, ich nehme diesen Knoten unten, verschieben, kopieren, einmal,
in W-Richtung, 490 mm. Die anderen setzen wir auf 0. Und wir ziehen uns direkt beim Kopieren des Knotens eine neue Linie auf. Die Linie hat einen bestimmten Grund. Der eröffnet sich eigentlich gleich in den nächsten Schritten. Momentan sage ich noch nichts dazu. Und jetzt geht es eigentlich weiter darum, den Grundriss der Stützbeine zu modellieren. Für diese Aufgabe, da ich jetzt hier wieder frei im Raum liege, auch wieder von, wenn wir von oben drauf schauen, bloß dass man eine Idee hat, wo wir da liegen. Die Linie hier unten, die läuft jetzt hier. Koordinatensystemtechnisch kann ich, wenn dann bloß mit UVW arbeiten. Letztendlich für diese Aufgabe prädestiniert wieder die Arbeitsebene. Ich setze den Ursprung der Arbeitsebene hier unten her, legt die letztendlich auf den Grundriss. Und damit ich jetzt eigentlich so ein quadratisches Standbein im Grundriss modellieren kann, passe ich einfach diese Arbeitsebene Rasterpunkte an. Ich weiß, der Grundriss von diesem Standbein ist 60 mal 60, also nehme ich die Hälfte, 30 mal 30, mit OK weiter. Und dann ganz einfach zeichnen wir den Grundriss durch Pick auf die Rasterpunkte hier auf. Die Linie sollte hier drüber laufen, genau. Und dann kann man sich eigentlich diese drei Segmente nehmen, weil wir wissen, es wird U-förmig, nach innen offen, und die kopieren wir jetzt satt in den Behälter rein mit, sagen wir mal, 600 mm. Und wir sagen dabei, bitte mach uns neue Flächen. Also zieh wieder von den Linien, von den Ursprungslinien und kopierten Linien eine Fläche auf. Und mit OK weiter. Damit habe ich letztendlich schon dieses U-Standbein da drin. Ich kann dem U-Standbein jetzt auch eine passende Dicke verpassen. Mit Absicht, sage ich jetzt, damit man das auch alles schön zeigen kann, nehme ich da eine relativ kleine Dicke von 3 mm, damit wir später auch für die Stabilität etwas bewerten und sehen können. So, im nächsten Schritt möchte ich noch, dass dieses Standbein gewutet ist, also von oben nach unten kleiner wird. Das heißt, wir drehen diese Seiten um 5 Grad nach innen. Wir nutzen dabei wieder diese V-Achse. Das ist das Koordinatensystem, was wir am Anfang erstellt haben. Ich beziehe mich da immer wieder drauf. Gehe hier auf Rotieren, mache hier 0, minus 5 um die V-Achse, und der Drehpunkt ist einer der beiden hier. Sonderfunktionen können wir hier wieder abschalten, und dann drehen wir die einfach hier rein, und so hat man relativ fix eigentlich dieses Bauteil erstellt. Im nächsten Schritt bindet man das wieder an den Behälter, Flächen, Durchdringung erzeugen, und schon hat man eigentlich hier wieder diese Durchdringungslinien am Behälter und an dem Stützbein. Die oberen Bauteile kann man letztendlich hier auch wieder deaktivieren. Die stehen ja nicht rein, das Standbein wird hier, sagen wir mal, angeschweißt. So, im nächsten Schritt, bevor man jetzt dieses Standbein rotiert, natürlich immer effizient arbeiten, man macht es fertig, damit man es komplett, als komplette Einheit rotieren kann. Das heißt, wir brauchen da natürlich noch eine Lagerung. In dem Fall möchte ich das aber jetzt nicht flächig betten, weil wenn ich es flächig bette, habe ich immer mit Einspannungen zu kämpfen. Das heißt, wir kümmern uns, dass das punktuell gebettet wird. Im besten Fall so ausgerichtet, damit ich mit radialen und tangentialen Lagerkräften arbeiten kann. In dem Fall, um das zu erreichen, baue ich hier unten eine starre Platte ein. Pick, pick, pick. Und in der Mitte nehmen wir einen Lagerpunkt an. Da der in der Mitte ist, nehme ich hier diese Funktion Knoten zwischen zwei Punkten. Ich picke die Diagonalpunkte an und bekomme von dem Programm in der Mitte einen erzeugt. So, an dem Knoten kann man dann ein Lager anordnen.
Ich wähle das jetzt einfach hier so und man kann den Lager natürlich auch ein Koordinatensystem darstellen lassen. Und wenn man jetzt von oben drauf sieht, kann man sehen, dieses Koordinatensystem ist natürlich kartesisch ausgerichtet. Wenn ich jetzt hier eine Kraft in Radialrichtung oder in Tangentialrichtung haben möchte, bekomme ich die nicht so ausgegeben. Deswegen könnte man das Lager jetzt drehen. Ich gehe jetzt hier rein und dann gibt es hier Drehfunktionen. Drehen, ja, ist gut. Sie sehen, relativ komplexe Geschichte mit Euler-Winkeln. Hier ist auch die Drehreihenfolge wichtig. Technisch möglich, allerdings, Sie sehen, hier gibt es noch wesentlich mehr Funktionen. In dem Fall würde ich identisch mit Linie vorziehen. Ich sage dem Lager einfach, du basierst auf dem Koordinatensystem der Linie, das wie ein Strahl weggeht vom Zentrum. Und damit richtet sich das Lager natürlich entsprechend aus. Ich kann jetzt hier schon drauf sehen, x ist radial, y ist tangential. Allerdings, ja, was natürlich für die Darstellung unschön ist, das Lager steht am Kopf. Wenn ich das drehen möchte, muss ich jetzt an der Basis drehen, das heißt die Linie, drehen wir die einfach um 180 Grad um. Damit kann man den Bezug auch schön darstellen. Das Lager steht jetzt wieder so, wie man sich das erwartet. Und jetzt kann man eigentlich weitermachen und das Standbein entsprechend drehen. Ich nehme das jetzt hier und rotiere das hier zweimal um 120 Grad. Um die globale Z-Achse, um den Nullpunkt, den können wir hier picken und Sonderfunktionen müssen aus sein und mit OK weiter. Ups, da habe ich jetzt, Moment. Jetzt habe ich nochmal rotieren. Hätte ich eventuell diese Durchdringung. Okay. Das war jetzt ungünstig, die Rot. Wieso klappt das jetzt eigentlich nicht? Ach so. Moment, rotieren. Ein ganz einfacher Grund, ich habe mich da natürlich jetzt rausbringen lassen, um Z natürlich. Und dann passt es auch. Ja. Hat bloß komisch ausgeschaut. So, gut, dann können wir jetzt hier weitermachen. Man sieht, die Rotation hat hier die oberen Bauteile entsprechend nicht deaktiviert. Das ist natürlich eine interessante Geschichte, weil es gibt hier jeweils neue Flächennummern. Das ist dem Programm entsprechend zuzustehen. Ich nehme die und deaktiviere die entsprechend weiter. Und dann wäre man eigentlich fertig. Ich mache immer gerne nochmal so einen Kontrollblick von oben drauf und man kann sehen, alles klar, das Lager ist hier rotationssymmetrisch ausgerichtet. Dieses Lager nicht und dieses Lager auch nicht. Besser gesagt, es ist ausgerichtet auf das erste. Warum? Weil letztendlich jede Lagerdefinition, die Lagerdefinition ist eindeutig 1 und dieses 1 ist natürlich bei allen zugeordnet. In dem Fall muss man eigentlich sagen, man macht hier für jedes Standbein ein eigenes. Ich richte das nur entsprechend auf die Linie aus. Hier, okay, dann haben wir hier praktisch eine Definition 2 und bei dem eine Definition 3. So, identisch mit Linie, mit der Linie hier und mit okay weiter. So. Und wenn wir es jetzt nochmal kontrollieren von oben, sind die natürlich jetzt entsprechend alle ausgerichtet. Ich blende die auch wieder aus. Und damit wäre
die pure Modellierung von diesem Behälter eigentlich jetzt abgeschlossen. Im nächsten Schritt, was man bei solchen Berechnungen, oder wir haben ja vor, praktisch den Behälter zu belasten und die Spannungen zu analysieren, ist natürlich die Vernetzung. Wenn man dieses Bauteil jetzt hier vernetzt, kann man hier natürlich Berechnung FE-Netz generieren, kann man diesen allgemeinen Vernetzungsmechanismus drüber laufen lassen, sage ich mal ganz einfach. Was dann das Produkt ist, schaut super toll aus. Ja, unser anfänglich runder Behälter ist eckig geworden. Wenn man das hier sieht, eigentlich schon sehr suspekt. Auch die Öffnung hier sehr schön, nicht mehr rund, sondern quadratisch. Dieses Netz wird letztendlich kein gutes Ergebnis auswerfen, wenn es überhaupt eins auswirft. Warum ist das Ganze so? Weil wir hier unter den FE-Netz-Einstellungen eine global angestrebte Netzmaschenweite haben, die bei 500 mm eingestellt ist. Ich würde mal sagen, eher massivbauaffin. In unserem Fall gehen wir ein ganzes Stück nach unten auf 50 mm. Und lassen das nochmal neu vernetzen. Und dann kann man sehen, schaut die Welt schon viel besser aus für den Behälter. Generell okay. Wenn man dann natürlich irgendwo hinzoomt, kann man schon sehen, ja okay, dieses Netz hier an diesem Mahnloch ist jetzt nicht optimal, auch bei diesen Ösen sehr fraglich. Deswegen müsste man jetzt hier lokal nacharbeiten. Das kommt einfach vom Modell her, was man jetzt eigentlich berechnet. Und in meinem Fall jetzt hier schlage ich vor, für diesen für dieses Mahnloch ordnen wir eine radiale Netzverdichtung an, die im Endeffekt eine höhere Priorität hat wie der globale Vernetzungsalgorithmus. Und so kann man sich praktisch diese Netze auch partiell verdichten. Der Schnittpunkt des Stutzens mit der Hülle, wissen wir ja, 50 mm hier auf der Hülle. Wenn ich diese Linie jetzt hier teilen würde bei 50 mm, würde mir das Programm auch diese Rohrfläche teilen. Deswegen sage ich jetzt praktisch hier Knoten auf Linie setzen mit Abstand und wir sagen einfach mal am Ende 50 mm. Und dann bekommen wir hier, Sie sehen, der Knoten hat nicht diese reguläre dunkelrote Farbe, sondern eine grüne Farbe. Und diese grüne Farbe, die weist hin auf den Typ auf Linie. Der hat jetzt eigentlich keine globalen Koordinaten, sondern der weiß, ich sitze auf der Linie Nummer 39 und habe im Endeffekt 75% zu 25%, und dann weiß anhand hier das Programm, wo der Knoten sitzt. Und an diesem Knoten hier weisen wir jetzt eine radiale Verdichtung zu. Die Verdichtung kann man jetzt praktisch hier aktivieren. Ich kann sagen, ob die jetzt radial kreisförmig oder rechteckig ist. In meinem Fall lasse ich die jetzt, wie man schon hier in der Skizze sehen kann, man definiert im Endeffekt die Maschenweite am äußeren Rand der radialen Verdichtung und am inneren Rand, und man definiert, wie groß oder wie weit der äußere Rand vom Zentrum weg ist. In dem Fall der Radius. Ich definiere jetzt hier einfach 300 mm, etwas größer als das Mahnloch. Innen nehmen wir an 10 mm, außen nehmen wir an 20 mm. Und wenn ich diese Verdichtung bestätige, erzeugt mir das Programm so eine Art Kugel um diesen Knoten. Das ist eigentlich bloß ein Sinnbild. Das Sinnbild kann man dann auch hier ab und zuschalten, aber wenn ich jetzt praktisch hier das Netz neu generiere, kann man schon sehen, hier haben wir ein feineres Netz, wenn wir diese Grafik aktivieren, dann habe ich mehr oder weniger hier dieses Netz in diesem Bereich unter Kontrolle gebracht. Natürlich kann man das jetzt noch fein justieren. Meine Intention ist, Ihnen zu zeigen, wie man hier vorgeht. Ja. Im nächsten Schritt gehen wir dann schon auf diese Ösen. Hier wieder schön zu sehen, diese global eingestellte Maschenweite führt dazu, dass man aus dem runden Loch
ein quadratisches Loch bekommt und vor allem dieses Element hier, ein sehr interessantes Element, wird bestimmt ein sehr gutes Ergebnis ausgeben. Also hier müssen wir nacharbeiten. Deswegen ordne ich auch an diesen Punkten, auch wenn diese Punkte nicht Bestandteil der Fläche sind, eine radiale Netzverdichtung an. Knoten bearbeiten, FE-Netz vorhanden, neue Verdichtung und wir sagen hier, der Radius ist jetzt 180. Wir machen innen ein sehr kleines Netz, ja, weil wir hier haben auch einen dünnen kleinen Rand. Und außen gehen wir auf diese 20 mm. Mit Bestätigung der Netzverdichtung kriege ich hier wieder dieses Kugelsymbol. Und wenn man es jetzt praktisch neu generiert, dann kann man sehen, wie dieses Netz von innen, vom Zentrum aus nach außen vergrößert wird und sich das Netz hier aufbaut. Klar, durch Variation der Parameter haben Sie dann hier entsprechend auch das Spiel, wie groß diese Elemente sind. So, und im Übergang, was auch interessant ist, wächst das Netz dann hier auch wieder zur globalen Maschenweite auf diese 50. Also die 20 werden nicht ad hoc geändert, sondern soll langsam anwachsen wieder zu diesen 50. Und im letzten Schritt kommen wir zu diesen Standbeinen. Die Standbeine generell, wenn man es jetzt hier anschaut, okay, wir wissen, das ist 60 breit, 50 ist die angestrebte Maschenweite, folglich haben wir jetzt hier ein Element. Das wird nicht zum Ziel führen, deswegen geben wir diesen Standbeinen, Rechtsklick, und jetzt in dem Fall nicht auf den Knoten, sondern auf die Fläche gesetzt, auch eine Netzverdichtung. Ich aktiviere die. In dem Fall habe ich eigentlich nur eine Option. Ich kann dem Flächenbauteil eine neue angestrebte Maschenweite geben. Sagen wir 10 mm. Und mit Bestätigung wird jetzt hier keine Kugel, sondern so ein kleines Fähnchen gezeigt. Das ist hier in dem Fall das Sinnbild für die Flächennetzverdichtung. Und mit Neuvernetzung haben wir jetzt an den Beinen das 10 mm Netz und das wächst dann wieder in dieses 50 mm Netz langsam ein. Und so haben Sie eigentlich relativ einfach Werkzeuge an der Hand, das Netz für so einen Behälter mit Anbauteilen zu beeinflussen. Und man kann jetzt im nächsten Schritt zu der Analyse Belastung gehen. In meinem Fall, damit ich einen sauberen Überblick habe, FE-Netzverdichtungen, diese Sinnbilder kann ich durchaus abschalten, das tut nichts, das ist nur Darstellungsgeschichte. So, dann, wenn man jetzt eine Weile modelliert hat, ich glaube, das kennt jeder, ist man immer gespannt, ob das Modell überhaupt rechnet. Vor allem in einer allgemeinen Umgebung kann man natürlich durchaus auch Modellierungsfehler begehen. In meinem Fall, was ich immer gern mache, ich rechne den Lastfall-Eigengewicht. Wenn der berechnet wird, weiß ich, dass Lager, Gelenke, Flächensteifigkeiten generell gerechnet werden oder akzeptiert sind. Und anhand der Verformungsrichtung kann man auch schon sehen, ob es in die richtige Richtung geht. Deswegen mache ich hier einen neuen Lastfall. Ich nenne den Eigengewicht. Das ist natürlich hier aktiv gesetzt in minus 1 Richtung, das heißt in Z in die Minus Richtung. Damit weiß ich, okay, das Gewicht der Schalenbauteile ist drin. Mit OK bestätigen wir das und jetzt lasse ich mir diese Ergebnisse von diesem Lastfall Eigengewicht darstellen. Wie man sehen kann, schaut das Ganze soweit gut aus. Die Verformungsfigur, man kann sehen, aufgrund der gegebenen Toleranz- oder Dezimalstelleneinstellung ist alles bei 0 mm. Generell neigt sich es ein bisschen zu dem Mannloch hin, aber soweit okay. Was man kontrollieren kann, sind die Lagerkräfte. Man kann 0,73 beim Mannloch etwas größer, sind auch in der richtigen Richtung, soweit passt es. Man kann die Lagerkräfte natürlich auch aufsummieren, damit man weiß, wie schwer dieses Bauteil ist. Das
Ergebnis gibt Ihnen die Tabelle 4.0 Ergebnisse. Ich mache die mal ein bisschen größer. Und dann kann man hier sehen, für den Lastfall Eigengewicht in Z-Richtung haben wir 0 Kräfte, in X und in Y 0 und in Z-Richtung haben wir 2,29 Kilonewton, also 229 Kilo. Wenn man das nochmal gegenprüfen möchte, kann man den Behälter natürlich auch selektieren und geht hier auf Schwerpunkt und Infos. Und auch hier bekomme ich meine 229 Kilo ausgewiesen und zusätzlich auch die Flächengröße, die Oberfläche, das Volumen. Ich denke, alles Informationen, die man vielleicht für die Kalkulation benötigt, wenn man irgendwie einen Anstrich oder was bestellen will, kann man das machen. Und diese Infos hängen immer von dem ab, was Sie selektieren. Man kann sich hier auch einen Schwerpunkt generieren lassen, wenn man irgendwie für den Kranversatz oder was wissen muss, wo müsste der angreifen. Gut, soweit okay, die Kontrolle ist auch okay. Man kann jetzt noch einen Blick auf die Kräfte wirken, wenn man weiß, okay, X ist praktisch hier senkrecht, die NX-Kraft hier schön weist sich aus, okay, man sieht jetzt hier einen Kraftgradienten in Richtung Stützbein, alles soweit gut. Gut, im nächsten Schritt, ich habe es ja anfänglich angekündigt, möchte ich ein paar Worte über, sage ich mal, interessante Lasten anbringen. Speziell bei solchen Behältermodellen ist immer natürlich der Punkt Belastung mit Füllung interessant, Belastung mit Innendruck, Belastung mit Wind. In dem Fall Innendruck ist, ich sag mal, von der Berechnungsseite einfach der Lastfall, wo die Last senkrecht auf die Hülle drückt, konstant über die Höhe. Letztendlich ein weiterer Fall, wenn ich diese Last manipuliere, das heißt linear ansteigen lasse von oben nach unten, dann kann ich eine Art hydrostatischen Druck darstellen. Ich möchte jetzt direkt mit der komplexeren Form, nicht mit dem Sonderfall, konstanter Druck beginnen. Deswegen nehmen wir jetzt einmal den Lastfall Füllung ins Visier. Wir legen uns den an. Füllung. Und wenn man jetzt mit so einem Lastfall beginnt, muss man natürlich auch wissen, auf welche Bauteile wird denn diese Füllungslast aufgebracht. Und tja, wir haben jetzt hier Komponenten aus Durchdringung, wir haben Mannlöcher, Ösen, auch diese Bauteile eigentlich nicht generell. Aber was ich jetzt bei sowas gern mache, ich definiere mir eine Art Druckkörper. Wichtig ist auch, wenn man jetzt dann konstanten Druck aufbringen würde, dann oder auch beim hydrostatischen Druck, ich habe nur vertikale Komponenten in horizontaler Richtung, müsste sich das wieder ausgleichen. Deswegen gehe ich jetzt hier mal auf Ansichten und erzeuge mir eine Art Druckkörperansicht. Ich weiß, mein Behälter selbst besteht hier aus 3 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm dicken Flächen, aber der Druck wird eigentlich nur auf diese Wandung aufgebracht. Also wenn ich die 5 mm darstelle, kann ich schon sehen, habe ich eigentlich schon meine Hülle bis auf dieses Loch von dem Mannloch, die Ösen waren 20 mm dick, die werden da gar nicht klargestellt. Das Mannloch selbst besteht aus 10 mm, das heißt, das ist jetzt praktisch dieser Bauteil. Und dann haben wir noch diesen Deckel, die Starrfläche. Die Starrflächen tauchen natürlich hier auch unten auf, aber wenn man sich jetzt so eine Art Druckkörper an sich machen will, nimmt man jetzt dieses visuelle Produkt und selektiert dann nochmal manuell, was mich interessiert. Und das ist eigentlich genau diese Geschichte ohne diese Plättchen am Boden. Und ich gehe hier auf dieses Mikroskop und erzeuge mir eine benutzerdefinierte Ansicht Druckkörper. Und mit OK weiter. Jetzt wird natürlich alles dargestellt. Warum? Weil einmal die Ansicht Druckkörper und einmal die Flächen nach Dicken dargestellt werden. Wenn ich nur den Druckkörper darstelle, habe ich auch nur diesen Bauteil hier herin. So, das war
ein Teil der Vorbereitung für diese interessanten Lasten. Der zweite Teil der Vorbereitung ist natürlich die Ausrichtung. Wir wissen bei solchen hydrostatischen oder Windbelastungen, wirkt die Last normal zur Fläche in eine bestimmte Richtung. Jetzt kann es natürlich passieren, dass ich mache das jetzt mal, wenn ich jetzt mit der Maus drauf gehe, gibt es eine Voransicht von steht immer senkrecht auf den Flächen, x und y ist in der Fläche. Man kann jetzt erahnen, okay, die blaue Z-Achse zeigt eigentlich jetzt hier immer nach innen. Man kann hier durch Selektion natürlich das lokale Achsensystem umkehren. Jetzt steht es nach außen, man kann es hier so sehen, hier nach innen. Man kann die natürlich auch alle auf einmal darstellen, indem ich hier auf Flächenachsen gehe. Sie können sich vorstellen, das ist jetzt hier im Präsentationsmodell. In der Realität hat man noch mehr Sachen. Je mehr Flächen, desto komplexer wird die ganze Geschichte. Meistens hilft ein Blick von oben und man kann schon erkennen, okay, bei den Wandungen zeigt alles nach innen, bis auf die, was ich jetzt manuell hier gedreht habe. In der Ansicht auch generell alles nach innen, aber man kann eigentlich den Wald vor Bäumen nicht mehr sehen. Und deswegen haben wir nochmal zusätzlich eine grafische Darstellung der Flächenausrichtung geschaffen im Zeigennavigator unter Farben in Grafik nach plus minus Z Flächenseite nennt sich das. Und man kann jetzt hier sehen, rot, wenn ich jetzt praktisch die Fläche rot sehe, weiß ich, die Z-Achse zeigt nicht zu mir, sondern weg von mir. Wenn ich die Fläche blau sehe, dann weiß ich, die Z-Achse zeigt zu mir. Das ist die positive Seite. Und wenn ich alles in einer Farbe sehe, weiß ich, die sind alle gleich ausgerichtet. In meinem Fall jetzt hier würde ich hergehen und würde die ganze Geschichte nehmen und würde sagen, okay, Komponenten, lokale Achsen umkehren. Dann ist alles blau, bis auf diese eine, was ich vorher manipuliert habe. Wenn ich die auch noch umdrehe, ist alles blau. Ich weiß, ich kann meinen hydrostatischen Druck jetzt positiv aufbringen, weil alle Achsen nach außen stehen. Zur Kontrolle von diesen Geschichten ist es natürlich immer noch zusätzlich interessant, ich mache die Achsen wieder weg, auch mal innen rein zu gucken. Weil manchmal schleicht sich ein kleiner Fehler ein, der Ihnen später viel Ärger bereiten kann. Hier gibt es bei uns eine Clipping-Ebene, das ist mehr oder weniger ein Messer, was das Modell an einer gewissen Ebene das Modell aufschneidet und eine Hälfte ausblendet. Diesen Versatz kann ich dann auch verschieben oder dieses Messer kann ich verschieben. Und hier erscheint dann was Interessantes. Man kann sehen, ich habe mir in den Druckkörper diesen einstehenden Stutzen mit reingenommen. Das heißt jetzt, wenn ich da meinen Druck aufbringe, ohne drauf zu gucken, würde mir der auch auf den inneren Stutzen wirken und mir den verbiegen, obwohl der Druck ja da innen drin auf beiden Seiten ohne Wirkung auftreten würde. Und deswegen müsste ich diese Flächen rausnehmen. Und das kann ich durch so eine Darstellungsform eigentlich gut erreichen. Also, was mache ich? Ich muss meine Sichtbarkeit Druckkörper nochmal ändern. Das mache ich, indem ich jetzt praktisch hier einfach sage, diese eine innere Komponente rechtsklick aus der Sichtbarkeit entfernen. Und damit ich jetzt auch alles in den generischen Produkten update, selektiere ich den ganzen Block nochmal, setze meinen Cursor auf Druckkörper und sage, ist gleich. Was hat sich jetzt geändert? Geändert hat sich jetzt, wenn ich jetzt hier auf die Clipping-Ebene gehe und mir die nochmal hier vorfahren lasse, dann sehe ich, okay, jetzt ist eigentlich nur meine Hülle belastet. Ja? So können Sie das auch ausfindig machen. Im nächsten Schritt würde ich diese grafische Darstellung wieder ausblenden, gehe wieder auf meine Standardsicht zurück und beginne jetzt mit der Last. Hydrostatische Last, was möchte ich da zusätzlich erwähnen? Bei uns gibt es in dem Programm zwei Lasttypen. Einmal, es gibt eine Flächenlast. Die Flächenlast
gibt Ihnen die Möglichkeit, die Last normal auf eine Achse zu beziehen. Also das wäre dann hier lokal Z unser Fall. Man kann die auch linear über die Höhe abändern. Das wäre dann praktisch der elektrostatische Druck. Allerdings gibt es hier ein Makel. Das heißt, ich kann diese Last nur auf eine gewisse Fläche anordnen. Das heißt, die Größe der Fläche entscheidet, wie weit die Last läuft. Wenn man jetzt bei Füllungen ist, gibt es ganz schnell mal so eine Diskussion, okay, der Füllungsstand geht, ich nehme jetzt einfach exemplarisch raus, 10 cm hier unterhalb des unterhalb der Krempe, der Füllstand geht praktisch hier nur, hört bei 10 cm unterhalb dieser Krempe auf. Das heißt, die Last belastet nur einen Teil der Fläche. Und jetzt müsste ich natürlich als Modellierer hergehen und müsste hier schon wieder neue Flächenbauteile einarbeiten, was natürlich unnötig Arbeit ist, weil man eigentlich sagt, im nächsten Moment kann sich der Füllstand schon wieder ändern. Deswegen gibt es bei uns noch einen zweiten Typ Last, eine freie Rechtecklast. Diese Last kann man auf Flächen aufbringen, aber man entscheidet über eine Art, ich sag mal, räumlichen Bereich, welcher Bereich der Fläche wird belastet, also unabhängig von den Flächengrößen selbst. Man kann hier natürlich einstellen, lokal auf die, normal auf die Fläche und auch wieder linear über die Höhe. All das ist möglich, allerdings muss man dann einen räumlichen Bereich bestimmen. Und den räumlichen Bereich bestimmen wir jetzt, bevor wir die Last eingeben. In meinem Fall nehme ich jetzt hier zum Beispiel diese ZY-Ebene und beschreibe mir diesen räumlichen Bereich über vier Knoten in dieser Ebene. Das heißt, wir nehmen hier den als Bezugspunkt und die Füllung geht natürlich bis zum Zentrum, den nehmen wir auch noch. Und diese Knoten, die kopieren wir jetzt einfach dumm in den Raum über Kopieren. Einmal, wir kopieren die einfach hier in Y 600 mm und keine Sonderfunktionen natürlich. Mit OK weiter. Jetzt sind die hier an der Seite. Jetzt lege ich die noch auf die Ebene selbst. Das heißt, wir ändern jetzt hier die X-Ordinate auf 0 für beide. Das heißt, die liegen jetzt wirklich auf der ZY-Ebene. Und jetzt bringen wir die nochmal auf die andere Seite mit Spiegeln auf der ZX-Ebene. ZX-Ebene und hier der Nullpunkt und OK. Und jetzt beschreiben wir diese vier Punkte bezogen auf die ZY einen räumlichen Bereich. Jetzt weiß ich noch, die Füllung soll aber hier 10 cm weiter unten aufhören. Also verschiebe ich mir diese Knoten, die was rein für die Definition jetzt sind, verschieben, kopieren mit 0 in Z mit minus 100 mm. Die 600 setzen wir auf 0 natürlich. Und dieser Bereich beschreibt uns jetzt hier die Last. Dann gehen wir weiter und sagen hier neue freie Rechtecklast. Wir sagen, belastet sollen nur diese Flächen werden, wobei hier bei der zylindrischen Fläche nur ein Teil. Die Last soll normal zur Fläche wirken. Bezogen den räumlichen Bereich bestimme ich über ZY. Die Last soll linear veränderlich von oben nach unten sich linear verändern. Der räumliche Bereich wird beschrieben über dieses Fenster in Richtung X. Und ich weiß, der obere Punkt ist bei 0 und der untere Punkt, wir haben eine sehr schwere Flüssigkeit bei 22,88 kN positiv. Ich weiß ja, die Z-Achsen gehen nach außen. So, und dann können wir das Ganze bestätigen. Die Last wird hier dargestellt. Ich mache das mal transparent. Und man kann jetzt hier eigentlich schon erkennen, die steigt hier bei 0. Langsam nach unten nach 22,88. 10 cm hier
unterhalb des Punktes. Wenn man das natürlich mal von innen sehen will, schaue ich mal von oben drauf, nehme einfach hier mal so ein Segment raus. Das ist auch der Vorteil, warum dass man das segmentiert hat. Nur das darstellen und dann kann man hier schon sehen, wie dieses Last-Schema aufgebracht ist. Das Programm versucht auch diese Durchdringungslinien der Last an den Bauteilen darzustellen und zeichnet uns auch oder gibt uns entsprechend an den markanten Punkten Zwischenwerte an bis zu dem Spitzenwert ganz unten. Allerdings gebe ich trotzdem zu, ist es relativ schwierig, so ein Lastbild darzustellen, vor allem wenn ich das dann auch auf Papier bringen muss. In dem Fall haben wir noch ein weiteres Feature eingebaut. Ich rechne den Lastfall jetzt einfach mal, damit wir einfach auch sehen, wie wirkt der. Er sollte generell nach unten drücken. Man kann jetzt auch das Gewicht der Flüssigkeit ausfindig machen. Das ist jetzt die Kraftdarstellung. Schauen wir uns mal die Verformung da. Alles klar, das geht nach unten. Die Lagerkräfte auch entsprechend in die entgegengesetzte Richtung. Und in der Ergebnistabelle 4.0, die was ich beim Lastfall 1 schon gezeigt habe, kann man jetzt hier unter Lastfall 2 auch sehen, 16,7 kN. In Z-Richtung, das ist das Gewicht der Flüssigkeit und folgerichtig durch die umlaufende Normalverteilung haben wir in X und in Y keine Komponenten. Also diese Kontrolle ist durchaus positiv. Was man dann natürlich noch sehen kann, wir wissen ja, diese X-Kraft hier steigt natürlich an, das spießt sich wieder auf die Lagerbeinchen. Wir haben hier durchaus mit negativen Kräften zu kämpfen und tangential, ganz klar, kann man jetzt hier sehen, konstant um den Umfang, Zug aufgrund der Innendruckbelastung durchaus hier in dem Fall mit positiven Größen. Weiter, was ich eigentlich zeigen wollte, es gibt hier noch zusätzlich einen Zweig Lastverteilung. In dem Fall kann ich praktisch hier darstellen, zeig mir bitte mal die lokale Belastung in Z-Richtung. Und das ist eigentlich eine interessante Darstellung, weil ich blende mal das Lastsymbol selbst aus. Hier kann ich die Belastung der Fläche, also diesen hydrostatischen Druck, als Farbverlauf über die Fläche darstellen. Das Panel ist auch da, gibt uns entsprechend auch die Werte an. Und das ist für die Doku, denke ich, durchaus sinnvoll, weil man dann eigentlich so komplexe linear veränderliche Kraftverläufe auch am Bauteil selbst darstellen kann. Gut. Das vielleicht zu der Info, wenn ich Füllungen habe, wenn da natürlich noch Reibung in Silos auftritt, hat man halt nicht bloß normal zur Fläche, sondern auch in X oder in Y, je nachdem wie die Flächenbauteile gerichtet sind. Die Funktion kann natürlich auch für sowas verwendet werden. Im nächsten Schritt gehen wir weiter auf die Windbelastung, was eigentlich auch ein interessanter Part ist. Bei der Windbelastung, ich weiß selbst, bei meiner ganzen Zeit bei Blueball habe ich auch etliche Schulungen machen müssen, auch zu dem Thema. Wir haben früher diese rotationssymmetrischen Bauteile gerne aufgeteilt in bestimmte Gradsegmente, von mir aus eine Zwölferteilung, und haben dann über diese Segmente linear veränderliche Lasten aufgebracht, um global dann so eine Windzwiebelbelastung umzusetzen. Allerdings ist es dann immer wieder geschehen, dass in der nächsten, im nächsten Schritt jemand gekommen ist und hat gesagt, okay, jetzt müssen wir den Wind auch um eine andere Richtung simulieren, und dann hat die ganze Arbeit wieder begonnen. Um dem Ganzen jetzt zu entgegnen, haben wir auch eine interessante Last eingebaut, die sehr versteckt ist, und ich möchte die heute ein bisschen einfach bewerben. Deswegen machen wir uns einen Lastfall Wind, ich sag mal, einfach damit wir Richtung definieren, in Stutzenrichtung. So. Return. Stutzenrichtung meine ich, der Wind soll hier wehen in Richtung Stutzen, weil ich einfach erreichen möchte, dass praktisch
final das Standbein unter dem Stutzen den größten Druck bekommt. Hat aber bloß für die nachfolgenden Themen Relevanz. Erstmal im nächsten Schritt, Wind auf dem Zylinder ist natürlich eine interessante Geschichte. Die Normung beschreibt uns eigentlich für Zylinderbauteile was und für diese gewölbten Bögen gibt es wieder nochmal weitere Infos. In dem Fall ist die Ansichtsbreite aber von dem gewölbten Boden relativ niedrig. Ich würde mich jetzt einfach entscheiden, mal zum Präsentieren der besonderen Last die Krempe und den Zylinderbauteil zu nehmen. Deswegen gehe ich jetzt her und sage, ich nehme hier wieder den Ansichtdruckkörper ins Bild und arbeite mich hier weiter und dabei blende ich letztendlich die Kalotten aus, weil wir auf die jetzt gerade keine Last aufbringen möchten. So mache ich das. So, das ist der Bauteil, auf den ich letztendlich jetzt hier meine Last aufbringen will. So, im nächsten Schritt beziehe ich mich bei dieser Last, das ist auch wieder eine freie Last, auf diese Ebene ZY, ich blende das aus und habe ein bisschen mehr Platz, und sage und beschreibe mir wieder diesen Lastraum mit Knoten, mit unabhängigen Knoten. Deswegen nehme ich diese zwei Knoten und kopiere die wieder einmal in Y-Richtung mit 600 mm nach rechts. Okay, wir sagen hier wieder Knoten bearbeiten, die X-Ordinate bleibt 0 und dann spiegeln wir die zwei Kandidaten gleich auch auf die andere Ebene, ZX, um den Ursprung und zack, dann haben wir die. Mit diesen vier Knoten kann ich wieder den Lastraum für die Z-Y-Ebene bestimmen und dann gehe ich her und würde in die Last reingehen. Was ich jetzt hier präsentieren möchte, ist die neue freie veränderliche Last. Man kann jetzt sagen, auf welche Lasten, auf welche Flächen soll die aufgebracht werden. Würde ich diese Angabe bei der freien Last nicht nehmen, würde das Programm alle Flächen belasten, die in diesem Lastbereich sind. So haben Sie selbst die Kontrolle. Im nächsten Schritt muss man natürlich wieder diese Ebene angeben, ZY. Die Last soll natürlich normal zur Fläche wirken. In dem Fall arbeiten wir jetzt mit Winddruck. Ich müsste den negativ eingeben, wohlgemerkt. Den Lastbereich kann ich über meine vorher definierten Knoten festlegen. Und jetzt hat man natürlich zwei Optionen. Man muss grundsätzlich sagen, mit welcher Last arbeiten wir. Für diese Geschichte habe ich jetzt eigentlich so ein kleines Excel-File vorbereitet. Ich gehe da mal schnell rein. Das Register 1. Das sind schon solche Diagramme. Ich mache das mal ein bisschen größer. Ein Diagramm, was mir die Last um ein Zylinderbauteil beschreibt. Sagen wir mal jetzt hier qualitativ. Abhängig von dem Winkel. Das heißt, das ist jetzt so eine 180-Grad-Teilung. Zuerst haben wir hier einen entsprechenden Druck, dann Sogbereich und im Rücken nochmal einen kleineren Sog. Diese Kurven hängen natürlich ab von verschiedenen Parametern. Ich sag mal jetzt hier habe ich eine Windzone 4, damit ein bisschen was passiert. Wir gehen 10 Meter über das Gelände. Wir haben eine Geländekategorie sehr flach bei 0 und dann entsprechend ergibt sich ein QPZ-Druck von 1,68 kN und abhängig von der Rauigkeit des Bauteils und der Reynolds-Zahl bekomme ich dann entsprechend in einer gewissen Höhe ein qualitatives WE-Druckdiagramm. Das ist ein Diagramm an einer bestimmten Höhe. Man kann über die, da sich die Reynolds-Zahl entsprechend nach dieser Definition ändern würde, hätte ich auch über die Höhe unterschiedliche Lasten. Da unser Behälter allerdings bloß knapp einen Meter hoch ist, nehme ich das konstant über die Höhe an. Das folgt hier, ich sage hier konstant und
um den Umfang habe ich natürlich einen veränderlichen Verlauf. Und der veränderliche Verlauf bezieht sich auf den QPZ-Druck von minus 1,68 kN, was wir gerade mit dem Excel-File berechnet haben. Jetzt muss ich natürlich dieses Diagramm definieren. Und das Diagramm ist ein Diagramm, eine Lasterhöhung von meinen 1,68, also so eine Multiplikatorfunktion, um den Umfang abhängig vom Winkel für die betroffenen Flächen, was wir da eingegeben haben. Die Drehachse selbst läuft letztendlich von 000 auf 001, sagen wir mal, oder also, gehen wir gut drüber, 10. Und jetzt muss ich definieren, bei 0 Grad nehme ich den Wert 1,68 mal 1, bei, sage ich, 10 Grad kann man dann sagen mit 0,8, oder ich nehme die Information von meinem Excel-File, ich habe mir das jetzt praktisch hier in gewissen Steps vorbereitet und die Multiplikatorfunktion eingefügt, und dann setze ich hier praktisch meinen Cursor aufs aktive Excel-Blatt und lese mir diese Werte von dem Excel einfach ein und habe entsprechend diese Multiplikatorfunktion in meiner Last. Und mit OK bestätige ich das Ganze und mit einem weiteren OK ist die Last auf das Bauteil aufgebracht. Sie können sich vorstellen, über diese Diagrammeingabe kann man relativ viele Darstellungsformen wählen, deswegen wird diese Last nur als Sinnbild über diese Box mit dieser flachen Blockdarstellung dargestellt. Auch hier möchte ich dann wieder auf die Lastdarstellung an Elementen verweisen. Damit wir jetzt mal sehen können, ob wir es richtig gemacht haben, rechnen wir die ganze Geschichte einfach mal. So, man kann jetzt schon sehen, das ist jetzt die Lastdarstellung, dass wir jetzt hier sauber entsprechend unseren Druck haben hier bei minus 1, das ist dann entsprechend gerundet, die 1,68 entsprechend hier Sog und hier im Rücken auch Sog. Wenn man auf die Verformung geht, kann man auch sehen, das ganze Bauteil, blendet man mal alles ein, verformt sich jetzt hier in minus x. Wir wollen allerdings die Last entsprechend in Stutzenrichtung bringen. Das ist der Fall, was ich gerade erwähnt habe. Nachdem man sich aufwendig Gedanken gemacht hat, wie man so eine Last aufbringt, muss man die Bezugswinkel ändern. In dem Fall relativ einfach. Ich gehe wieder auf dieses Diagramm und ändere den Anfangswinkel mit minus 120 Grad. Bestätige das Ganze noch einmal mit OK und drehe oder starte die Berechnung erneut. Und dann hat man dann entsprechend auch die Last in Stutzenrichtung und entsprechend hier auch einen erhöhten Druck auf diesem Standbein, was ich eigentlich erwartet habe. So, auch hier bekommt man dann natürlich wieder alle Kräfte, das für die Bemessung interessant ist. Gut, dann geht es weiter zu den letzten Bauteilen. Ich möchte noch ein paar Worte verlieren. Wie können Sie das bemessen? Dazu machen wir uns eine lineare Kombination. Ich gehe praktisch hier rein und sage dem Programm, bitte mach uns eine Lastkombination, nehm Eigengewicht, Hüllung und Wind mal mit rein, mit beliebigen Teilsicherheitsfaktoren, die Sie selbst festlegen. Linear nenne ich das jetzt hier. Dann entsprechend stellen wir das auf erste Ordnung, um das dann entsprechend auch linear rauszubekommen. Und wenn ich das jetzt hier bestätige, kann man entsprechend durch Start der Berechnung auch diese Ergebnisse erwirken. Jetzt in der Kombination mit allen Lasten, die wir definiert haben, und man kriegt entsprechend Lagerkräfte, Kräfte auf den Schalen, auch Spannungen, zum Beispiel hier unter dem Zweig Spannungen, hier bekommt man Sigma V Max Mises, die größte normal Mises-Spannung auf der Unter- oder Oberseite der Fläche. Das wird hier entsprechend ausgewertet. Sie können das jetzt hier über diese Plots auswerten
Oder wenn es weitergeht, wenn man dann noch Ermüdung rechnen muss und Spannungsspiele braucht, gibt es dazu das Modul Stahl. Das Modul Stahl vergleicht Ihnen dann die vorhandene Spannung mit einer erlaubten Spannung. Das möchte ich Ihnen hier mal zeigen, RF-Stahlflächen. Dazu sage ich, rechne mir bitte mal die LK1 und ich werfe zusätzlich noch das Eigengewicht rein. Wenn ich jetzt hier zwei unabhängige oder mindestens zwei unabhängige Glieder drin habe, dann kann ich praktisch hier auch Spiele dazwischen rechnen und die Analyse lassen wir zum Beispiel mal für dieses Standbein hier machen. Von den Materialien selbst her habe ich jetzt praktisch hier meinen Stahl und wie gesagt, wenn Sie jetzt nach diesen Standardnormen bemessen, wird es durchaus vorkommen, dass man je Bauteil beliebige Grenzspannungen hat. Die kann ich jetzt hier über manuell dann entsprechend anpassen und dann können Sie Ihre Bemessung dann machen. Man könnte temporär auch noch die Flächendicke zur Optimierung variieren, ist ein zusätzliches Bauteil und wenn man mit diesen Spannungsspielen arbeiten will, wenn man Ermüdungsnachweise machen möchte, muss man sich das hier in den Details aktivieren. Ich lasse die Analyse jetzt berechnen, das heißt Lastfall Eigengewicht und die Linearkombination. Das Programm analysiert erst beide Lastfälle und vergleicht uns die. Einmal bekomme ich hier eine Tabelle, wo es mir praktisch je Rasterpunkt oder Lastfallweise für die Flächen die vorhandene Spannung mit der Grenzspannung und Ausnutzung ausgibt, aber auch bei den Schwingbreiten entsprechend hier die größten Spiele ausrechnet mit minimaler und maximaler Belastung und die Bereiche angibt. Das Ganze ist natürlich jetzt hier eine lange Tabelle, die eigentlich unübersichtlich ist. Man schaut sich das natürlich in der Grafik an. Wir haben jetzt das hier für dieses Standbein gemacht. Es gibt hier einen sehr langen Navigator, weil er Ihnen sehr viele Ergebnisse darstellen kann. Man kann jetzt sagen, komm, zeig mir mal bitte für den Lastfall 1 die, sage ich mal, die Ausnutzung Sigma V an. In dem Fall sehr klein, man kann 003, also fast nichts. Wenn ich die Linearkombination nehme, wird schon langsam was draus. Man ist jetzt hier 077 bei irgendeiner Singularität, das ist natürlich hier. Und man kann sich natürlich hier entsprechend auch ein Spannungsspiel darstellen lassen, Sigma V, entsprechend einen Wert, das Ganze grafisch. Wenn man natürlich irgendwo einen numerischen Wert benötigt, kann ich das Ganze natürlich hier auch irgendwo setzen. Ich gehe mal hier einfach in die Mitte von dem Standbein, beliebiger Punkt einfach rausgesucht. Das wäre mein Spannungsspiel. Die Ausnutzung Sigma V hier bei 10%. Wenn man jetzt praktisch, das ist die Linearkombination und die Eigengewichtskombination sehr, sehr klein. Wenn man jetzt natürlich noch eine geometrisch nicht lineare Analyse fahren möchte, um zu wissen, wie liege ich denn nach Theorie zweiter Ordnung, ist durchaus auch möglich. Dazu muss man natürlich das Ganze nach zweiter Ordnung rechnen und eine Imperfektion ansetzen. Die Imperfektion ist natürlich bei solchen Bauteilen immer ein großes Fragezeichen. Allerdings gibt Ihnen das RFM mit seinen Zusatzmodulen die Option, eigenwertaffine Imperfektionen anzusetzen. Dazu muss man aber erst den Eigenwert, den Nick-Eigenwert rechnen. Das zeige ich mal jetzt hier. Das macht man mit dem Modul Stabil, Stabilitätsanalyse. In dem Fall rechne ich mal vier Eigenwerte für die Linearkombination. Lassen wir mal die Berechnung hier starten. Es gibt so viele Eigenwerte wie Freiheitsgrade im System. In dem Fall, wenn Sie mit dem feinen Netz arbeiten, sagen wir mal grundsätzlich in der Praxis unendlich viele. Wichtig ist halt immer, wie ist der zugehörige Lastverzweigungsfaktor. Und den bekommen Sie hier in der Tabelle 2.1 ausgegeben. Sie sehen, wir liegen jetzt hier beim ersten Eigenwert bei 12. Das ist natürlich wirklich nicht stabilitätskritisch, was mir am Anfang klar war, aber ich möchte Ihnen das vom Grundkonstrukt hier zeigen.
Schauen wir uns diese Eigenwerte an. Was passiert? Die druckbelasteten Bauteile verzweigen. Man kann die natürlich jetzt hier mit einer Skalierung nochmal darstellen, aber generell grundsätzlich klare Reaktion, der freie Rand des U-Profils beult weg, genau das, was ich eigentlich erreiche oder was eigentlich so vom Vorstellungswesen klar ist. Jetzt weiß man auch, okay, so sollte ungefähr die Imperfektion dargestellt werden. Wichtig für mich ist jetzt noch, wie groß ist die Wellenlänge zur Festlegung der Amplitude. In dem Fall gehe ich her und sage, ich gehe auf die Ergebnisverläufe. Man kann sich auch Ergebnisverläufe von Eigenwerten darstellen. Das sind halt dann Auslenkungen ohne Einheit normiert auf 1. Für mich ganz einfache Analyse, ich will wissen, wie lang ist die Kurve 1 oder der Durchschlag 1 und 2. Ich setze meinen Cursor hierher und bekomme hier oben das Abmaß. Hier haben wir 206 mm. Das zweite könnte ich jetzt über die Differenz rechnen oder ich stelle das Diagramm einfach auf die andere Seite. Dann weiß ich, okay, hier bin ich ungefähr bei 230 mm. Wenn ich jetzt mal 2/100 davon nehme, einen praktischen Wert, dann sind wir bei ungefähr 1,2, gut 1,2 mm. Das setze ich jetzt als Imperfektionsgröße für diese Welle an. Das macht man in dem Zusatzmodul Imp. Hier geht man praktisch rein und sagt, bitte nimm die Form aus dem Stabilmodul. Die erste, man kann, wenn man andere haben will, kann man das auch hier entsprechend wechseln. Und 1,2 mm. Ich lasse das generieren und das Programm erzeugt uns jetzt ein neues FE-Netz, was letztendlich anhand der vorgegebenen Stabilfigur mit der vorgegebenen Amplitude ausgelenkt ist. Und jetzt sind diese 1,2 mm nicht mehr bloß einheitenlos oder 1, sondern die haben jetzt eine Einheit. Und das ist jetzt einfach nur eine Darstellung von einem FE-Netz. Und dieses FE-Netz kann ich in einer weiteren Analyse verwenden. Ich kopiere mir einfach diese LK, sage ich jetzt geometrisch nicht linear, und sagen wir hier zweiter Ordnung und aktivieren zusätzlich das verformte FE-Netz mit Zusatzoptionen hier FE-Netz. Und mit OK kann ich dann die Analyse starten. Dann läuft die LK2 entsprechend geometrisch nicht linear durch. Man kann es jetzt auch sehen, dass hier iterativ vorgegangen wird, nicht nur eine Iteration gerechnet wird. Und wenn man jetzt diese Analyse auch wieder in dieses Stahlflächenmodul reinnehmen, können wir uns auch schnell den Unterschied darstellen. Das heißt, ich nehme jetzt hier auch noch die LK2 mit rein, Berechnung, gehen wir auf die Grafik und dann schauen wir uns einfach mal nochmal die Ausnutzung Sigma V Max an. Das war Eigengewicht, die lineare bei 10 und die nichtlineare bei 0,13. Tja, also man kann sehen, wie erwartet, sage ich mal, die geometrisch nicht lineare Analyse führt zu einer leicht größeren Auslastung. Aber so als von der Bemessung her tun wir uns natürlich jetzt schwierig zu sagen, ist es jetzt kritisch, ist es nicht kritisch, vermutlich aufgrund des großen Lasterzweigungsfaktors nicht. Allerdings, wenn man sich ein Bild machen möchte, gibt es noch eine weitere Analyse, die ich immer wieder empfehle, die wir auch gerne an der Hotline hernehmen. Wir machen uns dieses Stabilitätsversagen einfach bildlich. Und dazu gehe ich nochmal in die Lastfallsteuerung rein, nehme jetzt an, wir haben ja praktisch Eigengewicht und Füllung und Wind. Ich nehme jetzt einen Art statischen oder konstanten Anteil an. Also ich mache mir jetzt hier eine LK.
ich nenne die einfach konstant und werfe da das Eigengewicht rein. Ich bleibe jetzt immer auf dem gleichen Lastniveau und mache mir nochmal eine weitere LK, wo wir praktisch die veränderlichen Lasten mit reinwerfen. Und da sagen wir veränderlich. Und in den Details hier sagt man natürlich, wir bleiben bei einer geometrisch nichtlinearen Analyse. Wir müssen natürlich die Imperfektion mit nutzen, aber wir geben dem Programm jetzt den Befehl, bitte lass mir die Belastung stufenweise ansteigen. Ich nehme die Stufe 1, das heißt das Lastniveau jeweils immer um 1 steigern. Verfeinern möchte ich nicht, abbrechen tun wir, sage ich mal, bei einer statisch unrelevanten Verformung. Es könnte aber auch aussteigen, wenn das Stabilitätsversagen auftritt. Und wir haben für die ganze Analyse eine Art konstanten Block, das heißt, das Eigengewicht wird nicht linear veränderlich, das bleibt immer statisch, aber die veränderlichen Lasten lassen wir jetzt einfach vom Wert selbst her ansteigen, nicht den Füllungsstand natürlich. Und damit wir das Ganze auch später darstellen können, sage ich dem Programm, bitte speichere mir die Zwischenergebnisse der Laststufen ab. Und wenn ich diese Analyse jetzt hier definiert habe, bestätige ich das und lasse mir den veränderlichen LK4 hier rechnen. Die Analyse dauert natürlich ein Stück länger, weil wir jetzt die Last steigern. Man kann jetzt hier sehen, das ist jetzt die Laststufe 1 und dann gehen wir jetzt hier weiter und steigern die Last mit einem Faktor, jeweils um 1, das haben wir ja definiert. Erwartungsgemäß würde ich sagen, er muss bei 12, 13 abbrechen, weil das hat uns ja das Stabilmodul auch gesagt, dass der Lastverzeugungsfaktor bei rund 12 ist. So, gleich kommen wir hoffentlich an die Grenze. Man kann das schon sehen am Iterationsdiagramm. Jetzt fängt es an zu zittern. Letztendlich die ersten Infos, dass wir an diese Grenze geraten. Und dann sollten wir irgendwo dann kein Gleichgewicht mehr finden, was er jetzt tut. Und er gibt uns die Berechnung frei. Jetzt generell, wenn man das jetzt sieht, schaut die Berechnung eigentlich nicht grundsätzlich anders aus. Ein blauer Behälter, Lasten sind dargestellt. Was ich mir jetzt immer gern anschaue, ist die Verformung. Generell ja, allerdings, wenn ich die Verformung mir darstelle, ist es immer ratsam, das FE-Netz an den Flächenergebnissen darzustellen. Und was sich jetzt in diesem Typ dieser besonderen Laststeigerungsanalyse geändert hat, ist, dass ich die Laststufen jetzt hier aktivieren kann. Sie sehen, Sie haben hier ein Panel und man kann jetzt praktisch hier die Verformung, ich skaliere die mal auf, machen wir mal ein bisschen größer, machen wir es auf 5, okay, fixieren die und dann kann man jetzt die Laststufen einzeln durchgehen. Ja. Ich switch die, stellen wir uns mal so ein bisschen her, ich glaube, da kann man es am besten sehen. Und dann kann man sehen, wie der Behälter in Richtung Wind ausreicht und wie langsam aber sicher das Blech hier zu beulen beginnt und beim Lastfaktor 12 natürlich kein Gleichgewicht mehr findet. Und das hilft natürlich, das Ergebnis auch besser zu verstehen, dass nicht, dass man einfach auf Berechnung nach zweiter Ordnung mit Imperfektion rechnet und man sieht ein Ergebnis, sondern hier kann man sich wirklich sichtbar darstellen, was macht denn das Modell unter steigender Belastung. Die anderen Standbeine und dazu geleiten eigentlich keine große Beulung, aber hier auch aufgrund der zusätzlich angesetzten Imperfektion haben wir eine schöne Beulung und das kann man dann entsprechend schön darstellen. Und was natürlich auch interessant ist, wenn man jetzt praktisch hier auf die Ergebnisse darstellt und man geht jetzt hier auf die Spannungen, Sigma V Max Mises und lässt sich das jetzt hier zum Beispiel auch als Wert darstellen. Ich nehme jetzt mal hier diesen benutzerdefinierten Wert rein. Die anderen Zwischenwerte machen wir aus. Okay, jetzt habe ich den 2 da. Dann kann man jetzt hier auch sehen,
mit steigender Belastung steigt natürlich auch die Spannung und irgendwann bei der Laststufe 8, zwischen 7 und 8 erreicht man die Streckgrenze von 23,5 zum Beispiel, je nachdem, was man für ein Material eingesetzt hat, dann ist eigentlich der Querschnitt ausgelastet. Von der Stabilität könnte man noch ein Stück weiter gehen, aber vom Querschnittsnachweis, zumindest nach elastischer Geschichte, wäre das dann erreicht. Und damit möchte ich eigentlich auch meine Präsentation abschließen und übergebe das Wort wieder an den Andreas. Ja, vielen Dank, Andreas, für den interessanten Vortrag. Ich denke, auch Zuschauer und Zuhörer, die nicht täglich mit Behälterbau zu tun haben, konnten hier was mitnehmen, ob das Modellierungsansätze, Belastungsansätze und so weiter oder Auswertung ist. Ich denke, war für alle ganz interessant. So, ich schalte mal wieder auf meinen Bildschirm um. Wir machen jetzt eine kurze Pause bis 11 Uhr, dann geht es pünktlich weiter mit dem Paul Kieloch und sein Vortrag befasst sich mit dem Thema Stahlbetonbau. Also bis gleich.